Vielleicht das einfach damit, stell dir vor, du gehst einfach bei zu Hause raus und da steht immer so ein Dude und schaut dein Auto an. Und jedes Mal, wenn du zum Auto gehst, sagt er zu dir, irgendwann klaue ich dir dieses Auto. Eines Tages kommst du raus und dein Auto ist einfach fucking nicht mehr da. Auf wen wirst du tippen? Das heißt, wer sich darüber beschwert, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dass das aus dieser Richtung kommt, soll sich mal überlegen, was er die letzten 2 Jahre getan hat, als ich gemobbt wurde aus dieser Richtung. Das sind Leute, die sich drauf einen runterholen, andere zu unterdrücken, Macht zu spüren, indem sie andere fertig machen. Und ich denke, dass diese Menschen Hilfe brauchen eigentlich in Wirklichkeit. Die müssen eigentlich geheilt werden und nicht vernichtet. Wobei aber natürlich diese Rachegefühle einfach extrem stark sind. Und ich sage dir ganz ehrlich, die meisten Leute halten sich da nicht zurück. Die meisten gehen da drauf ab und wollen Rache. Deswegen wählen sie die AfD. Weil die AfD hat ihnen versprochen, wir werden sie jagen. Das ist, was dieser Spruch bedeutet hat. Diese Leute wie Naitan, Karl, Dara und so weiter, die Mobber mobben, schieben die Leute in die Arme der AfD, meiner Meinung nach. Ich glaube, du bist rechts. Ja, und rechts heißt für dich Mensch zweiter Ordnung, oder? Genauso wie diese Leute, die sagen, dass sie links sind, wo es dann nur darum geht, dass sie eigentlich in Wirklichkeit sich selbst erheben, weil sie ja die Guten sind. Hallo, roll ihnen den roten Teppich aus, mach ihnen die Türen auf, was stehst du herum? Die sind links. Wollen wir Real Talk machen über alles? Es ist ja jetzt irgendwie in letzter Zeit dieses Ding gekommen, hey, hat Erwin den DAC 7 ausgefüllt? Jetzt sind alle überzeugt, alle laufen auf Twitch herum, der hat den DAC 7 nicht ausgefüllt. Was ist der Beweis dafür, dass ich das nicht ausgefüllt habe? Dekadent hat es gesagt. Das ist einfach praktisch der Beweis. Es gibt keinen anderen Beweis, das muss uns klar sein. Er hat keinen Beleg, ich habe keinen Beleg. Niemand hat einen Beleg dafür. Es wird einfach nur so gesagt. Und alle springen auf diese Sache auf, als wäre das einfach, als wäre das in der Bibel gestanden. Okay? Du hast das Interview nicht gemacht, du Hirsch. Na, dann zeig doch den Beleg, warum hast du keinen Beleg? Junge, einfach, was für Menschen laufen im Internet frei herum, das ist doch unfassbar. Und ich habe zum Beispiel von der Gegenseite gesagt, doch, ich habe das alles ausgefüllt. Ich kann mich erinnern, dass ich das ausgefüllt habe. Ist einfach Wort gegen Wort. Ich kann jetzt nicht nachschauen, ob das stimmt. Er kann auch nicht nachschauen, ob das stimmt, weil ich habe keinen Zugriff auf meinen Kanal und er hat auch keinen Zugriff auf meinen Kanal. Wir haben beide keinen Zugriff auf meinen Kanal. Ich war mir sicher, ich habe den ausgefüllt. Ich kann mich an das Formular erinnern, ich kann mich erinnern, wie ich es ausgefüllt habe, ich kann mich an alles erinnern. Das Problem ist, es gibt jetzt da draußen 5000 Leute, die sagen, nein, du hast es nicht ausgefüllt. Jetzt ist das ein bisschen so ein Gefühl, wie wenn du bei zu Hause rausgehst und du sperrst die Tür zu und du gehst los und dann fragt dich die Frau, hey, hast du die Tür zugesperrt? Und dann sagst du, ja, klar. Und dann sagst du, bist du sicher? Und dann gehst du nochmal zurück und schaust nach und sagst, ja, fuck, ich habe abgesperrt. Aber du weißt es in dem Moment nicht. Und so geht es mir auch gerade. Ich stehe da und denke mir einfach so, habe ich es fucking wirklich ausgefüllt? Vielleicht habe ich es tatsächlich fucking nicht ausgefüllt. Ich weiß es nicht. Ja, Gaslighting, ja, kann man sagen. Es ist einfach Gaslighting. Man hat jetzt so lange auf mich eingeredet, du hast das nicht ausgefüllt, dass ich mir jetzt selber nicht mehr sicher bin. Okay, gut. Wir wissen es nicht. Wir wissen es deswegen nicht, weil Twitch scheinbar fucking unfähig ist, den Leuten zu sagen, warum sie demonetarisiert werden. Ob das jetzt, das ist ja genauso eine Behauptung von Karl, einfach so automatisierte E-Mail. Ich weiß nicht, woher er weiß, dass die automatisiert ist, aber gut, sagen wir, sie ist automatisiert. Wenn du doch eine automatisierte E-Mail für diese Fälle hast, dass du wegen einem Steuerbescheid demonetarisiert wirst, kannst du das nicht in deine dumme E-Mail schreiben? Ist das so unfassbar, unmöglich für euch, ein riesen milliardenschwerer Konzern? Dich fragt Twitch, hey, was ist es? Sie antworten mir nicht. Wir geben dir keine Antwort. Cannot, Bruder, cannot. Was soll ich jetzt machen? Jetzt habe ich da einen Haufen irgendwelcher wild gewordener Dekadent-Fans, die mich den ganzen Tag schon belästigen und beschimpfen. Weil ich ja ein Betrüger bin. Zum Beispiel wie dieser Typ, der gerade hier war. Das Erste, was er geschrieben hat, ist einfach schäm dich, kommt da rein. Und dann sagt er, warum hast du keinen Beleg? Du hast das Interview nicht gemacht, du Hirsch. Was ist das? Was sind das für Leute? Und so geht es den ganzen Tag schon auf Twitter und überall anders zu, auf YouTube und überall. Was sind das für Menschen? Was passiert hier einfach? Was ich sagen möchte ist, ich weiß nicht einmal, was da passiert ist. Karl kann es auch nicht wissen, aber Karl hat die Fresse offen. Karl hat immer die Fresse offen. Ich habe heute etwas gepostet auf Twitter, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, wo ich das erste Mal gesperrt wurde für 3 Tage auf Twitch. Da hat Karl das damals auch kommentiert. Darf ich euch das zeigen? Ich kann dir garantieren, dass das nicht wegen der Doku gewesen ist. Also wenn man hier wegen Dokus von Arte gebannt werden würde, dann gäbe es Just Chatting Deutschland nicht mehr. So, hab gerade nachgefragt, in der Arte-Doku waren wohl nackte Brüste da. Ist es unmöglich, dass jemand live gebannt wird wegen Brüsten, Bruder? Das passiert nicht. Wenn das erzählt wird, ist das absoluter Schwachsinn. Aber da stand angeblich 3 Tage wegen nackter weiblicher Brüste.
Das, ich kenne alle, ich kenne Twitch-Bann-Mails und das steht da nicht drin. Schau, wie er lacht. Ich kenne Twitch-Bann-Mails. Das steht da nicht drinnen. Hier ist meine Twitch-Bann-Mail. Ich habe sie eingefügt in dieses Video. Da ist sie. Adult Nudity that contains real female nipples on stream or VOD, Kapitalismus Arte Doku, 14. Jänner, 3 Tage Sperre. Also kurz gesagt, alles, was ihm die Leute im Chat gesagt haben. Alles, was ihm die Leute im Chat gesagt haben, was passiert ist, sie haben ihn gesagt, weil sie es wussten. Weil ich das ihnen gesagt habe, weil ich diese Mail bekommen habe. Und trotzdem ist der Typ da gestanden und hat diese Gesichter gemacht und hat gesagt, nein, glaub mir, dass ich kenne Twitch-Burn-Mails. Es geht weiter. Ich kann dir garantieren, dass das nicht wegen der Doku gewesen ist. Er kann es garantieren. Garantieren. Wenn ich eine Vermutung machen müsste, dann, dass ich habe jetzt in den letzten, ich will da eigentlich nicht drüber sprechen, mir ist auch total egal. Es ist ihm total egal. Ich habe da abgeschlossen, ich meme da ein bisschen. Das sagt er jetzt auch die ganze Zeit, wenn er mit Neid dann gestern gesagt hat, eigentlich ist mir das alles egal. Warum, und dann ist es in Ordnung. Aber die, es waren sehr viele Menschen sehr fleißig und haben sehr viele Screenshots gemacht von den Chats. Schwierige Chats. Leute haben sehr schwierige Dinge rausgeknallt. Naja, die Extremen wurden schon gelöscht. Bullshit, Alter. Was ich für Bilder gesehen Bullshit. Habe, wurde da gar nichts gelöscht. Da wird gar nichts gelöscht in Erwins Chat. Gar nichts. Da wurde Friday for Future als antisemitische Truppe diskreditiert. Am laufenden Band. Laufenden Band. Schau, da hieß einer Ungeimpfter 24 und wurde nicht gebannt. Sperrt den Scheißkanal. Schlecht gealtert. Schlecht gealtert. Ja, das war das Video. Der Punkt ist, damals hat schon Karl ganz klar gesagt, dass seine Leute Bilder von uns Dings sammeln, fleißig, und dann das Ganze melden. Ich wollte euch das nur zeigen, wie sicher Karl schon einmal war, was der Grund ist, warum Proletopia gebannt wurde, ja, oder demonetarisiert. Also Karl spielt sich immer auf und tut einen auf, er kennt sich furchtbar cool aus und weiß einfach alles und glaub ihm einfach, er garantiert dir, weil er kennt Twitch, ja. Und es ist ihm egal eigentlich, aber pass auf, ja. Deswegen würde ich sagen, glaubt nicht so viel von dem, was der Typ da redet. Der hat einfach keine Ahnung, wovon der labert. Der weiß genauso wenig, wie ich wenig weiß, aber er ist halt sehr überzeugt davon, dass ich einfach irgendeine Scheiße gelabert habe. Eine Sache müssen wir aber hier verstehen an der Stelle, und das ist sehr wichtig, dass ihr jetzt sehr gut zuhört, okay? Es geht nicht darum, was nun genau passiert ist, warum mein Kanal demonetarisiert wurde, sondern das, warum dieser ganze Beef und dieses ganze Interesse da ist und da, weil da, warum das alles entsteht hier, ist, weil ich, meine erste Vermutung war, dass es Karl und seine Bubble war. Das war meine allererste Vermutung, dass die irgendeinen Scheiß damit zu tun haben. Okay? Das war meine erste Vermutung und das ist der Grund, warum das alles hier passiert. Sonst hätte sich, glaube ich, eh kaum jemand dazu geäußert auf die Art. So, und jetzt müssen wir uns fragen, ob meine Vermutung sinnvoll war, nicht sinnvoll war, dumm war, paranoid war, weil ich habe das heute zum Beispiel beim Herrn Newstime gelesen, im Chat, dass ich paranoid bin. Und ich kann das bestätigen, dass ich paranoid bin. Ja, ich kann das bestätigen. Ich bin paranoid, absolut. Und zwar, weil mir seit 2 Jahren gedroht wird. Mir wird seit 2 Jahren einfach durchgehend gedroht, ohne Pause. Und natürlich bin ich paranoid. Ja, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich letztens gesehen habe, an ein Interview mit Shlomo. Und Shlomo, ja, du sagst, dann bist du ja nicht paranoid, sondern vorsichtig. So würde ich das auch sehen. Shlomo hat da gesagt, wie er es ihm früher ging, wo es so richtig hart, der Druck hart auf ihm war, wo er gemobbt wurde und so von verschiedenen Seiten. Hat er gesagt, er ist zu Hause gesessen und wenn es ein Geräusch draußen gegeben hat, hat er sich nicht getraut, aus dem Haus zu gehen. Der hat sich, so ich paraphrasiere, aber so ungefähr, was hat er gesagt? Und er hat gesagt, ja, das war extrem schlimm für ihn, er hat extrem Angst gehabt. Immer wenn sich was draußen bewegt hat, ist er da gestanden, hat an der Tür gelauscht, hat aus dem Spion geschaut, hin und her. Ich kenne das, habe ich auch schon alles erlebt. Die Leute unterschätzen das, was für einen Druck das macht. Schaut euch mal da draußen diese Tweets von Marie-Louise Vollbrecht. Die sagt, ich wache in der Früh auf und kotze. Das, was sie geschrieben hat. Sagt einfach, ich wache auf, drehe mich zur Seite und kotze, während ich noch im Bett liege. Vor Angst. Sie schreibt, sie traut sich nicht, auf Partys zu gehen, wo Leute sind. Weil sie Angst hat, dass sie jemandem begegnet, der sie vielleicht nicht mag, der vielleicht was gegen sie hat, der vielleicht einen reinhaut, der vielleicht
nach Hause folgt, der, du weißt nicht, was die machen werden. Leute haben Angst um ihren Job. Leute haben Angst. Ging mir kurz ähnlich letztes Jahr mit Alerta. Ja, ja. Viele Leute unterschätzen dieses Gefühl. Ja? Wenn du die ganze Zeit Drohungen kriegst, wenn du die ganze Zeit belagert wirst, wenn die ganze Zeit Leute deine privaten Sachen draußen veröffentlichen, wenn ständig Druck auf dich ist, wenn ständig über dich gelogen wird. Da musst du dir mal denken, so jeder von euch, so nicht jeder war schon Streamer, aber jeder von euch war schon mal in einer Schule. Und ihr kennt das, wenn du in der Schule bist, in der Schulklasse, und irgendwer erzählt eine Lüge über dich oder sowas. Jeder von euch kennt sicher dieses Gefühl. So, irgendwer erzählt ein Gerücht über dich und das wird dann hinter deinem Rücken geredet und du stehst dann einfach da und du fühlst dich so extrem scheiße. Du hast so das Gefühl, so alle schließen dich aus, du hast das Gefühl, so alle lachen dich aus. Du weißt nicht mal wofür. So oftmals sagen sie dir nicht mal, worum es geht und so weiter und so fort. Ja? Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und jetzt möchte ich aber sagen, stell dir vor, dass dieses Gefühl nicht in einer Schulklasse ist, sondern es ganz Twitch Deutschland ist und Twitch Österreich und Twitch Schweiz und YouTube und Twitter. Es ist einfach alle Social Medias. Es ist einfach so irgendwie so eine riesengroße Gruppe von Menschen und die machen das. Die erzählen Lügen, multiplizieren Lügen und du kannst ihnen zuschauen dabei, wie sie die ganze Zeit sich übertreffen darin, scheiße über dich zu reden. Und das macht auch nochmal was mit dir. Ja, das ist ein Druck. Das ist einfach etwas, das einen fertig macht. Das ist etwas, was einen runterzieht. Das ist etwas, was einen Sorgen macht. So, die schlimmste Strafe ist, an einen Menschen ist nicht umsonst, dass du ihn aus seinem Sozialsystem ausschließt. Davor haben alle am meisten Angst, dass sie einfach alleine bleiben, dass sie nicht mehr zu einer Gruppe zugehören. Und so ein Verhalten und so etwas pusht diese Angst maximal. Und das ist eine psychologische Kriegsführung im Endeffekt. Und das ist so eine harte Belastung psychisch. Ich kann euch das gar nicht sagen. Ich meine, wer mich gesehen hat, so am Anfang meines Kanals, wie ich ausgesehen habe und wie ich heute aussehe. Bro, schaut euch mal, vergleicht das mal miteinander. Digga, ich habe das Gefühl, dass ich like 5 Millionen Jahre gealtert bin. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach in diesen 3 Jahren like 10 Jahre gealtert. Und ich fühle mich auch so müde, Alter. Ich fühle mich auch so fucking fertig. Und die fucking Haare, ja Mann, die Haare sind mir ausgefallen. So alleine mal, wenn du den Vergleich zwischen uns beiden anschaust. Schau dir das an, ey. Ich bin aufgedunsen. Ich bin einfach alt geworden, Alter. Schau dir das an. Ja, ich bin fett geworden durch den Stress und so weiter und so fort. Es macht urviel Druck auf einen Menschen, diese ganze Geschichte. Ja? Menschen unterschätzen das. Und wenn du dieses Gefühl hast, was mir zugestoßen ist aus dieser Bubble, nämlich, dass ich seit 2 Jahren extrem unter Druck gesetzt werde, ihr müsst euch nur vorstellen, alleine was Alerta gemacht hat. Ich sage euch eine Sache, stellt euch in die Öffentlichkeit, alleine das, was Alerta gemacht hat, keiner von euch hätte das fucking durchgehalten, Alter. Es ist nicht einfach, es schaut von außen so egal aus. So, ja, scheiß auf den. Es ist ja nicht egal. Alleine was da so an Sachen aus dieser Bubble gekommen ist, so wir werden deinen Kanal schließen, die haben sogar Imp gedroht, seinen Kanal zu schließen, wenn ihr weiterhin mit mir redet. Wirklich, kein Witz, sind zu ihm in den Chat gekommen und haben gesagt, ja, da verlierst halt auch deinen Kanal. Ich habe die Screenshots von all dem. Wer mir nicht glaubt, sagt es mir, ich zeige euch die Screenshots. Dieser Druck von dieser Bubble, auch Karl, der die ganze Zeit damit geboostet hat, oh, ich habe da Twitch-Mitarbeiter, die auf meiner Seite sind, pass du bloß auf, was du über mich redest, private Nachrichten, die ich von ihm bekommen habe. Ja? Dann jeden Tag Kircho mit 200 Leuten, die dich alle hassen und ständig über dich schimpfen, die dich permanent Dulli, Arschloch, Schmutz, Putin-Versteher, Kreml-Topia, ich weiß nicht, was nicht alles nennen und dich die ganze Zeit beschimpfen. Ein Idioten, dies, das, jenes. Und du schaust dir das alles an. Ja? Und die Leute schauen es an. Und du kriegst das ab auf allen möglichen Plattformen. Und Jahre vergehen, ja, 2 Jahre lang und so weiter und so fort. Und die hauen alle auf dich ein. Die drohen dir jeden Tag, dass du deinen Kanal verlieren wirst. Jeden Tag kriegst du eine Drohung, dass du deinen Kanal verlieren wirst aus dieser Richtung. Jeden Tag. Vergleich das einfach damit. Stell dir vor, du gehst einfach bei zu Hause raus. Du hast ein Auto. Und da steht immer so ein Dude und schaut dein Auto an. Und jedes Mal, wenn du zum Auto gehst, sagt er zu dir, irgendwann klaue ich dir dieses Auto. Und das macht er like einfach 2 Jahre lang. Ja? Und dann, eines Tages kommst du raus und dein Auto ist einfach fucking nicht mehr da. Sag mir, wen wirst du als erstes vermuten, dass er ihn weggenommen hat? Auf wen wirst du tippen? Ich meine, es kann sein, dass du deine Vignette nicht erneuert hast. Es kann sein, dass du deinen Parkschein nicht ausgefüllt hast. Es kann sein, dass halt das der Grund ist und du einfach fucking abgeschleppt wurdest. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht einfach da an der Stelle dastehen würdest und einfach sagen würdest, ey, yo, ich glaube, der Dude war das. Der redet seit 2 Jahren einfach darüber, dass er mir einfach mein Auto klauen wird. Jetzt ist das Auto weg. Ich weiß ja nicht. Ja,
Also jeder normal, das ist ein normaler Gedanke, dass du dir denkst, hey, das war sicher der. So war es bei mir auch. Das heißt, wer sich darüber beschwert, dass ich mir irgendwie gedacht habe, dass das aus dieser Richtung kommt, soll sich mal überlegen, was er die letzten 2 Jahre getan hat, als ich gemobbt wurde aus dieser Richtung. Und wenn er sich diese Frage nicht stellen will, dann soll er seine dumme Fresse halten. Ich glaube, die Leute verstehen nicht, was los ist. Das Spiel, das sie spielen, das sind Mobber. Das sind Leute, die sich drauf einen runterholen, andere zu unterdrücken, Macht zu spüren, indem sie andere fertig machen, die keine Rücksicht auf Gefühle nehmen, die innerlich selber schon so abgestorben sind, dass sie absolut kein Mitleid mehr mit Menschen haben. Sie fühlen es einfach nicht, wenn andere leiden, sondern machen sie noch mehr fertig. Je mehr sie leiden, desto lustiger ist es irgendwie für sie. Diese Leute interessieren sich irgendwie nicht dafür, dass es Leuten so geht. Und was diese Leute aber nicht verstehen, ist, dass es eine Menge Menschen gibt, denen sie am Sack gegangen sind und die sie gemobbt haben, die sie unterdrückt haben. Es gibt da draußen Tausende. Wenn wir das auf die Gesellschaft ausbreiten und diese Leute, von denen wir hier reden, so zu einer größeren Gesellschaft zählen, so zu diesem böhmermannschen erweiterten Kreis und diese ganzen Grünen und was auch immer, dann können wir sagen, dass es sich um Millionen von Menschen handelt, die gemobbt und unterdrückt wurden. Sei das, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, sei das, weil sie gegen Waffenlieferungen waren, sei das, weil sie kritisch gegenüber Migration waren, sei es, weil sie kritisch gegenüber dem Selbstbestimmungsgesetz ist, keine Ahnung, scheißegal. Sobald deine Meinung vom Mainstream abweicht, ist es dann einfach, es steht ein Druck. Ja? Und diese Leute hauen alle auf dich drauf. Es gibt da draußen sehr wütende Menschen. Und einer dieser wütenden Menschen zum Beispiel ist Schlomo. Einer dieser wütenden Menschen ist Kaspar. Das sind die wütenden Menschen. Ihr könnt zu ihnen in die Streams gehen, ihr könnt euch das anschauen und dann werdet ihr einfach sehen, wie wütend diese Menschen sind. Und diese Menschen sind scheiße verletzt. Und diese Menschen wollen Rache für all das, was man erlebt hat. All die Lügen über einen, all die Herabwürdigungen, all die, das Auslachen, all das Herabwerten. Und die ganzen Leute, die bei ihnen dabei sind in ihrer Bubble, sprich, die ganzen Leute, die die AfD wählen, sind Leute, denen es so geht. Das sind Leute, die von irgendwem aus diesem Mainstream, der ein grüner Mainstream ist, sage ich mal, unterdrückt wurden, ausgelacht wurden, belächelt wurden, denen gedroht wurde, wo man Druck auf sie ausgeübt hat, dass sie ihren Job verlieren, dass sie ihren Unterhalt verlieren, dass sie Nazis sind, dass man sie schlecht redet, dass man sie verfolgt und ähnliches. Und ich sage das nicht, weil ich das glaube, ich weiß, dass es so ist. Und ich sage mal eine Sache, ich halte das für falsch. Das ist nicht mein Weg. Ich finde, wenn man sich da auf den Weg des Hasses und der Rache begibt, erreicht man nichts Gutes. Da erreicht man nichts Korrektes. Da erreicht man nichts Sinnvolles. Man wird nicht irgendwie eine bessere Welt machen, sondern man wird einfach nur diejenigen austauschen, die mobben. Und das kann für mich nicht die Lösung sein. Ja? Und ich glaube, dass das sehr schwer ist. Viele denken sich das nicht. Ja, viele denken sich, wer Rache will, grabe 2 Gräber, richtig. Und ich sehe aber, was für ein Riesenaufwand das für mich ist, in mir, mich zu beruhigen und mir selbst zu sagen, Rache ist nicht die Lösung. Vergib ihnen. Es ist so schwer. Es ist so unfassbar schwer. Es ist so unfassbar schwer, wenn Menschen dir permanent ins Gesicht spucken, wenn man dich permanent über dich lügt, wenn man dich permanent runterzieht, wenn man permanent versucht, dir was Schlechtes anzutun, mit den übelsten Methoden, mit den unehrlichsten Methoden, wenn man versucht, einfach die ganze Zeit so dich in den Dreck zu ziehen, trotzdem so zu bleiben, dass du sagst, ich will keine Rache, weil du musst dir überlegen, diese Menschen, die so sind zu dir, wer zum Fick hat sie, also was haben sie alles erlebt, dass sie so geworden sind? Wie sehr wurden sie gequält von ihren Eltern, von ihrer Umgebung, von sich selbst, von Gott, ich weiß es nicht, dass du einfach so tot innerlich wirst, dass du anfängst, andere Leute zu unterdrücken auf die Art und dass du so über andere lügst und so gefühllos bist und so nicht checkst, was los ist. Und ich denke, dass diese Menschen Hilfe brauchen eigentlich in Wirklichkeit. Die müssen eigentlich geheilt werden und nicht vernichtet. Ja? Wobei aber natürlich diese Rachegefühle einfach extrem stark sind. Und ich sage dir ganz ehrlich, die meisten Leute halten sich da nicht zurück. Die meisten Leute denken sich nicht, ich werde mich zurückhalten. Ich werde einfach mich nicht rächen. Die meisten gehen da drauf ab und wollen Rache. Deswegen wählen sie die AfD. Weil die AfD hat ihnen versprochen, wir werden sie jagen. Das ist, was dieser Spruch bedeutet hat. Und man nimmt diesen Spruch, um zum Beispiel zu zeigen, dass die AfD eine unwählbare Partei ist, weil sie wollen Leute jagen. Du verstehst nicht, deswegen wählt man sie. Du hast es nicht verstanden. Es geht, denn die Leute wählen sie, weil sie so sind, wie sie sind. Weil sie diese Leute, die an der Macht sind, so sehr hassen.
dieser Hass, den sie ihnen gegenüber haben, wegen all den Ungerechtigkeiten und dem Mobbing, den sie erlebt haben, ist enorm. Ist enorm. Und das ist, worüber ich letztes Mal geredet habe. Wir führen hier einen Kampf. Und der Kampf ist, zu versuchen, möglichst viele Menschen davor zu retten, dass sie nicht in den Hass abgleiten. Diese Leute wie Naitan, Karl, Dara und so weiter, die die Mobber mobben, diese Leute schieben die Leute in die Arme der AfD, meiner Meinung nach, gerade weil sie von oben drauf noch härter auf sie draufhauen. Das ist der Grund, warum sie die AfD wählen. Das, was man machen muss, ist diesen Leuten zu sagen, Rache ist nicht die Lösung. Ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, hey, geh nicht in diese Richtung. Du wirst dich von deinem Hass einnehmen lassen und dann ist alles vorbei. Dann wirst du einfach sozusagen ein Sith. Du wirst einfach das, was der Imperator wollte von Luke Skywalker. Ja, spür den Hass in dir. Und das ist der Punkt. Und das verstehen viele Leute nicht. Welchen Hass sie erzeugen. Ja, einfach vollkommen rücksichtslos. Und ich habe auch, Schlomo hat mich ja angegriffen, so ich bin eine falsche Schlange und ich weiß nicht was. Aber er ist zerfressen von Hass. Er sieht nicht, dass ich ihm eigentlich helfen wollte. Ich wollte ihn nie wehtun oder ihn fertig machen. Ja. Das Gleiche ist mit Karl. Ich habe Karl auch die ganze Zeit die Hand gereicht. In letzter Zeit fällt es mir schwer, weil die Abneigung und der Hass in mir aufsteigen. Aber ich versuche halt, das runterzudrücken und zu sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Denen zugestehen, dass die ungerecht behandelt wurden, ist auch ein Anfang. Wem jetzt? Schlomo und Co.? Naja, klar. Er ist ja nicht von alleine dorthin gegangen, wo er heute ist. Es ist schrecklich, wo er heute ist. Er wird immer mehr zu ihnen. Genauso Hass zerfressen wie diejenigen, die Nazis hassen. Es ist traurig einfach, das zu sehen, wie viele Menschen einfach... Ja, im Endeffekt ist dieses Pseudo, von dem ich immer rede, so auf eine Art so ein... dieses Sith, ja, für mich. Es ist einfach dieses so von Hass zerfressen. Pseudos auf beiden Seiten. Die einen hassen die anderen hassen die einen. Und die sind alle von Hass zerfressen. Keiner von ihnen geht der Weg der Vergebung und des Sagen, okay, reichen wir uns die Hände, arbeiten wir zusammen. Sondern es wird immer mehr Scheiße geworfen. Und es wird immer mehr belastet und immer mehr Scheiße gemacht. Pff, Alter, ich sag dir, wenn bei all diesem Hass und all der Rachegefühle, die diese Leute haben, ich sag nur Gnade euch fucking Gott, dass die an die Macht kommen. Ich habe das schon mehrmals gesagt. Und... Ihr checkt es nicht. Der Weg ist nicht, sie noch mehr zu verletzen und zu schlagen, sondern der Weg ist, eine Heilung einzuleiten. Und stattdessen aber wird von dieser Seite immer härter draufgehaut und sich immer mehr mit dem Dings, mit dem Mainstream solidarisiert. Ja? Und die Leute verstehen einfach gar nichts. Ihnen geht es einfach nur darum, Erwin ist dumm, weil DAC-7 nicht ausgefüllt. Aber die wissen gar nicht, ob ich es ausgefüllt habe. Und es interessiert sie auch nicht. Sie haben einfach nur einen neuen Grund gefunden, warum sie auf jemanden draufhauen können. Aber warum hauen sie auf mich drauf? Wieso denn? Was habe ich denn gemacht? Weil ich nicht vegan bin? Weil ich Ansichten habe, die anders als ihre sind? Welche Ansichten sind denn das? Wir sind doch alle gegen Kapitalismus. Weil ich die Strategie in puncto Migration anders sehe als sie? Weil ich denke, dass Waffenlieferungen keine Lösung ist? Oder weil ich denke, das sind die zwei größten Unterschiede zwischen uns. Weil ich denke, dass Narzissten Wokismus ausnützen. Und ich glaube, das ist der Grund im Endeffekt. Weil diese Leute so angepasst sind an das, was sich gehört und nicht gehört. Solche Systemlinge, dass sie Abweichler wie mich brauchen, um ihren Frust, den sie haben, dass sie ihr Rückgrat ständig verbiegen müssen für dieses System, sprich extrem entfremdet sind von sich selbst im Kapitalismus und im Neoliberalismus, dass dadurch ein extremer Frust in ihnen entsteht und diesen Frust wollen sie loswerden, indem sie auf andere drauftreten. Ich glaube, dass das der Fall ist, um den es hier geht. Ich glaube, die sind einfach so frustriert von diesem kapitalistischen System und von der Welt, in der sie sich befinden und ich kann das auch beweisen, weil sehr viele von ihnen, gerade aus dieser Bubble von Karl, die mich beleidigt haben auf Twitter, wo ich mir dann angeschaut habe, was auf ihren Twitter-Profilen passiert, weil ich so wissen wollte, was für Leute das sind und in was für Welten die leben. Und dann entdeckst du bei sehr vielen von ihnen, ah, ich hasse die Welt, ah, alles ist so scheiße, waren einer so von denen war urlange im Krankenhaus, hat sich davon erholt und hat es gehasst irgendwie sein Leben, dass er sich nicht bewegen konnte, sondern im Krankenhaus liegen musste. Und da war er halt auf Twitter und da hat er sich noch irgendwie so ausgekotzt und so weiter und so fort. Und da gibt es sehr viele Menschen, die unglücklich sind. Es gibt so viele unglückliche Menschen und deswegen sind sie drauf. Sie sind einfach so unglücklich, dass sie dann einfach draußen herumlaufen und sich jemanden suchen, auf dem sie draufhauen können. Und sie hauen auf den drauf, der halt von der Mitte abweicht, weil mit der Mitte anlegen trauen sie sich nicht, dafür sind sie zu bedürftig
Und wenn sie dann von der Mitte nicht abweichen, sind sie irgendwie so in einer gewissen Sicherheit, aber dann können sie auf die draufhauen, die von der Mitte abweichen. Ja? Das ist praktisch so ihr Punkt. Es ist wie im Mittelalter. Ja, es ist traurig. Es ist fucking traurig. Es geht hier um eine Regulierung des eigenen Frustbefindens. Und sie denken nicht einmal fucking darüber nach, was die anderen antun. Sie denken keine Sekunde darüber nach. Was sagt der Inspektor Colombo? Nette Worte, Erwin, aber du selbst wirfst ja auch mit jeder Menge Scheiße. Dann gib mir doch ein Beispiel. Ich weiß nicht, was Luigi dir geschrieben hat, aber du antwortest ihm, schau dir allein mal den YouTube-Kanal an. Sachliche Kritik, Fehlanzeige, da geht's konsequent gegen Linke. Und das soll der richtige Weg sein? Nein, es geht gegen Pseudolinke, nicht gegen Linke. Es geht gegen Pseudos, es geht gegen Narzissten. Bist du einer? Bist du einer von diesen Narzissten, die sich hinter Mitgefühl für Marginalisierte versteckt, damit man nicht sieht, was für ein Arschloch er ist? Weil es gibt sehr viele, die so sind. Leute zum Beispiel aus dieser Bubble, die so total gegen Rassismus sind und gegen, weißt du, die sind gegen Rassismus und gegen Diskriminierung, aber sobald sie mich als Target haben, ja, dieser Jugo, ja, dieser Jugoslawe, wieso darf der eigentlich überhaupt über deutsche Belange sprechen? Echt jetzt? Linke Bubble? Ja, dieser Säufer kommt ja auch von denen, das ist Alkoholiker, ja. Hat ja Karl letztens, hat ja Kirchhoff gezeigt, wo er gesagt hat, ja, solche arbeitslosen Säufer wie er, bis ihm dann eingefallen ist, dass eigentlich Arbeitslose bei uns Linken ja gar nicht so schlimm sind. Vielleicht trägt Karl einfach nur eine Maske. So einfach ist das. Und es ist auch beängstigend, irgendwie dafür, dass du dich Inspektor Colombo nennst, bist du ziemlich schwer vom Begriff und checkst es einfach nicht, um was es geht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch reden soll. Ich meine, du folgst diesem Kanal seit über 2 Jahren und du bist immer zu mir gekommen, was für ein netter Typ ich bin, und hast mit mir geredet, mir Privatnachrichten geschickt, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns Sachen geschrieben, und dann gehe ich in den Chat von Dara, wo du schreibst, ja, leider ist Erwin ein Rechter. Und ich denke mir einfach so, hey, cool, hättest du mir das doch in den Privatnachrichten gesagt, wo wir miteinander geschrieben haben, du Heuchler. Wäre doch nicht falsch gewesen, oder? So, hätte sich irgendwie angeboten. Am Anfang warst du für mich sehr links, mittlerweile bin ich mir da nicht mehr sicher. Hör auf zu heucheln, du hast mich einen Rechten genannt. Hör auf zu heucheln, bitte. Dazu stehe ich dich, dass ich dich mehr rechts als links sehe. Du kannst doch immer nicht sagen, dass du ein Rechter bist. Na komm, sag's. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Selbst wenn ich ein Rechter wäre. Und? Darf ich nicht rechts sein? Muss ich links sein? Damit ich einfach wie ein Mensch behandelt werde? Muss ich links sein? Oder was? Um was geht's? Was ist das für eine scheiß Einstellung? Ich glaube, du bist rechts. Ja, und rechts heißt für dich Mensch zweiter Ordnung, oder? Das ist doch, worum es geht. Wenn du zu jemandem sagst, hey, das ist ein Rechter. Das ist ein Mensch zweiter Ordnung oder sollte ein Mensch zweiter Ordnung sein. Das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass jemand wirklich rechts ist. Genauso wie diese Leute, die sagen, dass sie links sind, wo es dann nur darum geht, dass sie eigentlich in Wirklichkeit sich selbst erheben, weil sie ja die Guten sind. Ja? Die sind ja links. Hallo, roll ihnen den roten Teppich aus, mach ihnen die Türen auf, was stehst du herum? Die sind links. Benehmen sich einfach wie irgendwelche Könige, wie irgendwelche Nazis, wie irgendwas. Und nennen sich dann links, weil sie dann besser dastehen, weil sie dann Menschen erster Ordnung sind. Und alle, die ihnen in die Quere kommen, sind rechts. Weil das sind Menschen zweiter Ordnung. Und weißt du was? Weil wir Linke sind und ein gutes Herz haben, importieren wir jetzt sehr viele Migranten. Unter menschenunwürdigen Bedingungen lassen wir sie schuften, schwarz oder zu Mindestlöhnen, und werden sie die Jobs machen lassen, die wir nicht tun wollen. Und weil wir ein gutes Herz haben, werden wir eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine bei uns zu Hause aufnehmen, so dass sie ein bisschen eine Beschäftigung haben und ihre Kinder mit unseren Kindern spielen können. Und währenddessen können sie ja ein bisschen putzen vielleicht. Das ist, wie es draußen abgeht. Das ist, was diese Linken machen, die für Migration sind. Ich habe es selber erlebt, ich sehe es an anderen Linken, eine Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe, egal, der Name ist wurscht, bei denen Refugees Welcome riesengroß auf dem Kühlschrank, Refugees Welcome, bei ihnen putzt ein Flüchtling. Eine Frau, jünger als sie, Studentin, besser angezogen als sie, putzt ihre Klos. Und das ist für sie, wir helfen ihr in Wirklichkeit. Ich könnte kotzen einfach, wenn ich das alles sehe. Und das verkauft man mir als wir sind Pro-Migranten, wir sind Menschenfreunde. Scheiß seid ihr. Absoluter Scheiß seid ihr. Ihr traut euch doch nicht mal anschauen, welche Folgen Migration hat.
Keine fucking Ahnung. Und dann nennst du mich rechts, weil ich sage, dass es Migrationsprobleme gibt und dass man die lösen muss, weil sonst die Rechten an die Macht kommen. Deswegen bin ich ein Rechter. Und dann kommen sie und sie, es hat einfach überhaupt keine Bedeutung mehr. Es hat absolut keine Bedeutung mehr. Das ist einfach, die laufen herum und nennen irgendwelche Leute rechts. Begrüßen die Flüchtlingsdame wenigstens so super nett, bevor sie dann putzen darf. Nein, nein. Das ist dann so, hallo, hoffentlich klaut sie nichts. Ja, das ist dieser Blick. Ich kenne den, weil meine Mutter hat ja auch für solche Leute geputzt. Und wo sie mir dann gesagt hat, hey, schau, die haben da 5 Euro liegen lassen auf Tisch und sagt so, nimm es bloß nicht, das ist ein Test. Sie wollen nur es testen. Wirklich, das ist, was ich gelernt habe mit 10 Jahren. Ja. Wofür braucht es noch Rechte, wenn es solche Linke gibt? Ja, das neoliberale System hat ja das vorgesorgt. Das hat uns einfach 2 Arten von Rechten hingestellt. Möchtest du zu den Rechten gehören, die für Klimaschutz und Veganismus sind? Oder möchtest du zu den Rechten gehören, die für Nationalität und Ehre und Vaterland sind? Ja. Hast 2 Optionen. Ja. So ist das.